wir haben heute wirklich offensiv sehr stark gespielt, haben die ersten Innings die Arrows von den Ducks ausgenutzt. Die haben sich natürlich nichts gefallen lassen und haben versucht anzuschließen und haben es auch geschafft bis zum Schluss. Und genau so ein Spiel brauchen wir auf Augenhöhe. Die Jungs haben jedes Inning draufgehauen. Gott sei Dank für uns haben die Ducks die ersten Innings halt nicht so gut gespielt wie normalerweise. Das haben wir gleich ausgenutzt, haben gleich draufgehauen bis zum geht immer, Runs gemacht und immer wieder zurückkämpft. Und das war das Entscheidende. Wichtiger Sieg, 7:3 ist man jetzt gegangen. Jetzt ist man drauf und dran, da die Tabellenführung eventuell zu holen. Jetzt geht es dann am Samstag nach Hart. Mit welchem Gefühl fährt man jetzt zu den Bulls darunter? Ja, natürlich mit einem guten Gefühl nach so einem Spiel. Ziel ist auf jeden Fall, beide Spiele zu gewinnen und als Tabellenführer wieder heimzufahren. Diving Ducks pitcher Rick van Dijk today, a hard battle and a loss at the end. How did you see this game? Unfortunate. It's basically the tale of the season. We keep battling back and we shoot ourselves in the foot. I have lost of words for it, basically. It hits kind of hard. It hits really hard. And I think we should have deserved a better chance for this and then to come out on the bottom of this pile. And then, it's not a nice feeling to have right now. No birthday present. You're 27 today. Happy birthday. Thank you very much. Maybe the birthday can be celebrated on Saturday when you meet the Feldkirch Cardinals. I hope so. I hope so. That will be a great, great rematch for us to show what we're worth. And, we'll keep working on this from there, and then hopefully we can get away Saturday with 2 wins and a little birthday present for me in the end. Now the Ducks are 3-7, lost a lot of close games. What do you have to do to win the close games? I think it's mostly an experience thing. We have a really young team this year. Our average age is almost under 20. So we need to learn from our mistakes, get ready for the playoffs, and then take a moment to shine over there.